Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 4 an die Arbeit. Es liegen alle gerade im Bett, bis auf die liebe Tonika, weil die noch halbwegs fit ist. Deswegen lasse ich einfach mal die Zeit laufen. Ja, was war im letzten Part los? Tonika kam ja nach Hause und hat dann sich um ihren Sohn gekümmert, hat hier erstmal mit ihm ein bisschen Fernsehen geguckt, die hatten Kinderkanal an, saßen hier alle, er musste leider um die Ecke gucken, weil da kein Platz mehr war. Dann hat sie versucht, ihm ein Buch vorzulesen, das hat sie auch geschafft irgendwie. Auch wenn das nicht großartig zählt, weil diese Kleinkinderbücher, die lesen sich nicht so lange und sie muss ja noch insgesamt 2 Stunden dem Kind vorlesen. Also, oder vielleicht hat es ja doch gezählt, scheinbar 1 Stunde. Weil sie hat ihm auch noch mit Lesen ins Bett gebracht. Ja, wie gesagt, ansonsten alles bestens. Kira hat ein ausgezeichnetes Buch wieder an den Verleger geschickt. Tobias hat noch ein bisschen trainiert und ist ins Bett. Die anderen sind sowieso alle müde gewesen und ins Bett. Und ja, ich mache jetzt hier irgendwas mit der lieben Tonika, die irgendwie noch voll fit ist und ein paar Stunden arbeiten muss. Genau in 6 Stunden. Ja, weiß aber auch gerade nicht, was ich sonst mit ihr machen soll. Doch, ich weiß was ich mit dir machen kann. Komm, du hast jetzt genug in Webforen provoziert. Ist gut jetzt. Du könntest mal... ich glaube, das kannst du schon. Kannst du hier gegen Käfer sprühen? Ja, zumindest kannst du weiterentwickeln. Irgendwo habe ich aber Käfer gesehen. Hier, da. Ja, genau. Tu mal einsprühen. Das sind so alles die Sachen, die Steffen noch nicht kann, weil er ja noch nicht so hoch ist im Level. Dann kann sie sich da noch mal ein bisschen um die Pflanzen kümmern. Der Garten sieht ja hier aus. Ich komme nicht dazu, mal irgendwie Ableger zu nehmen, die zu kreuzen, damit es ein bisschen weniger wird. Aber ja, wann? Wann ist die Frage? Bei so vielen Leuten, ich hänge hier echt hinterher. Ich kriege nichts mehr gebacken. Ja. Ist ein bisschen viel im Moment einfach. Aber es macht trotzdem Spaß, ja. Das muss ich sagen. So, den Rest kannst du einfach alles besprühen. Und dementsprechend gucke ich mal, wie geht's denn dem Kleinen? Ah, ganz gut. Und den anderen geht's auch ganz gut, glaube ich. Ah, da ist schon einer, der aufstehen könnte. Morgens um 4. Ja, warum nicht? Du hast ja gestern nichts mehr gemacht, ne? Also, dann steh mal bitte auf und geh verwenden und geh duschen. Duschen bitte. Duschen, duschen, duschen. Und dann gucken wir mal, was du noch machen musst für deinen Job. Logik Level 3 erreichen, Charisma Level 3 erreichen und die Daten musst du auch noch durchsuchen. Oh mein Gott. Dann würde ich sagen, könntest du am besten anfangen, indem du Daten durchsuchst. Warte mal. Mehr Auswahl Web. Da, Geheimdienstdatenbank durchsuchen. Oh, Informationsrecherche gibt's auch. Wow, nach neuen Rezeptideen suchen. Hey, cool. Sehr schön. Okay, da bist du beschäftigt schon mal. Wie sieht das aus? Dein Bruder ist eigentlich auch fast wach. Wow, und hat Hunger. Dann kann der doch mal... Vielleicht könntest du mal was essen. Haben wir denn noch was hier drinnen? Da ist immer noch verdorbenes Essen drin. Das muss mal irgendwer aussortieren. Was haben wir denn da? Tortilla mit Soße. Auch für Vegetarier geeignet. Na, dann nimm das doch gerade. Hier. Hallo? Moment. Hier, jetzt läuft wieder alles quer. Stopp. Ich habe ihn aus dem Bett geschmissen. So, und er soll hier... die Tortillas mit Soße essen. Das ist jetzt dir. So, bitte. Und Fiona, komm mir nicht immer dazwischen gerannt. Ja, sie hat auch Hunger. Alle haben so Hunger. Menu, du kommst jetzt nicht zum Essen. Du musst hier erstmal reparieren, damit wir wieder ein Badewannen-Duschen-Dings mehr haben. Dann kannst du hier erstmal duschen, aufwischen und dann gucken wir weiter. So. Ihn habe ich auch rausgeschmissen. Die Großeltern liegen... Uiuiuiui. Hier muss aber auch dringend jemand was essen. Himmel, Himmel. Okay, dann steh mal schnell auf und geh hier duschen. Und dann musst du was essen. Sie verhungert mir ja gleich, die Gute.
So. Und du nimmst dir, haben wir noch irgendwo ein, was ist das? Energiegeladenen Proteinteller. Ja, das könntest du dir nehmen zum Frühstück. Warum nicht? Dann wirst du energiegeladen, kannst du vielleicht wieder ein bisschen Sport treiben. So, du bist da immer noch am Einsprühen und Zeug, ne? Ja. Das dauert halt. Ist so. Und du? Sitzt an der Arbeit. Sehr schön. Wir haben ein gewöhnliches Tuning-Teil gefunden. Aha. Anschließend Teile plündern. Und dann darfst du duschen. Das ist, es wird. Und du bist konzentriert am Werden. Jawohl. Wie viel hast du jetzt geschafft? 25% gerade mal. Na, hast ja noch 4 Stunden Zeit. Ist okay. Was macht er hier? Er ist am Essen. Sehr schön. Und du musst... Moment. Bist fertig. Ja, das vegetarische Gericht feiert irgendwas. Keine Ahnung. Level 4 vom Programmieren und du hast auch noch nicht angefangen. Ich will hoch. So, dann gehst du jetzt programmieren hier. Baba, baba. Ganz zackig. Da. Programmieren. Ja, dann mach noch mal so ein schönes Plugin vielleicht. Das war ja nicht schlecht. Hat ja sogar für Geld gesorgt. Aber wir müssen hier wieder umschalten, sonst kriege ich die Krise, wenn ich hier dauernd Kinderkanal höre. Mach mal wieder Pop an. Oder S-Pop da. Das da. Wenn schon Musik hier läuft, dann bitte so. Also er ist am Arbeiten, sie ist am Arbeiten. Sie macht da unten sauber. Nein! Ach, du hältst doch jetzt nicht hier oben. Lass doch die Pfütze in Ruhe. Oh Mann, wenn die einmal eine Pfütze aufwischen, wischen sie gleich 1000 Pfützen. Das nutzt sowieso nichts, weil es hier kaputt ist, sehe ich gerade. Die kommt heute nicht zum Essen, glaube ich. So, Kira ist wach und isst etwas. Sehr schön. Wie sieht's mit Tobias aus? Tobias ist noch am Schlafen, muss aber anschließend... Ja gut, du musst dann eben halt auch mal selber was machen. Es tut mir leid. Dann gehst du erst auf Toilette und dann musst du hier reparieren. Es geht nicht anders. Im Moment ist mal wieder alles am kaputtgehen. Ja, und... Du machst hier schön weiter. Ja, gut. Das läuft. Kira, was machst du? Ja, Kira. Bin schon ganz durcheinander hier, ehrlich jetzt. So, und du bist jetzt fit, ne? Das ist gut. Das ist sehr gut. Was willst du mal liegestützen? Komm her, direkt anfangen und liegestützen. Und dann nochmal Sit-ups machen und danach darfst du dich dehnen. Ja. Und dann darfst du das Zeug aufräumen. Ich bin gemein, ich weiß, ich weiß. Ich bin eine echt gemeine Frau, aber egal. Irgendwie müssen wir ja die Leute hier beschäftigt bekommen, ne? Da kommt Donika. Was will Donika jetzt? Wow. Was, was, was? Das Viren-Isolations-Plugin von Steffen ist einfach unübertroffen. Er hat mit seinem... Was? Boah, das geht immer so schnell weg. Er hat mit seinem Verkauf 34 Simoleons verdient. Yes! Supi! Und was macht Donika gerade? Tanzen. Nee, glaube ich jetzt nicht. Wie sieht's denn hier aus? Ja, das dachte ich mir. Der Kleine hat tierischsten Hunger. Du kannst schon mal was für den Kleinen hier rausholen. Und zwar öffnen. Was wollen wir dem Kleinen denn geben? Der hat wirklich großen Hunger. Was ist das hier eigentlich? Tofu-Burger. Ja, normal. Muffin, ausgezeichnetes Karamelltörtchen. Ich weiß nicht, ob das sättigt. Oder hier das. Das ist leer. Ach, so war das gedacht. Ja gut, dann wird's wohl der Tofu-Burger, oder? So. Tortillas. Ja, dann nimm den mal für... nimm eine Portion. Genau. So. Und hör mal auf zu tanzen, Mensch. Dein Kind wird gleich wach.
Was wo rennst du jetzt hin, Fiona? Fiona, was hast du vor? Du willst unbedingt oben Fernsehen gucken, oder was? Ja, kannst du ja machen. So, Steffen muss in einer Stunde zur Arbeit. Dann guck doch dabei die Nachrichten. Wie wäre es denn da? Hier, Fernsehen gucken oder so? Steffen, ich weiß ja nicht. Ich habe dir, glaube ich, nicht erzählt, dass du jetzt hier rumspielen sollst. So, warte mal. Irgendwer muss mal hier reparieren. Komm, dann probier du auch mal zu reparieren. Mach mal was Sinnvolles hier. Es geht ja nicht, dass immer nur ein Mensch da ist, der irgendwas repariert. So, und du? Wo bist denn du jetzt? Jetzt hockt sie da oben. So, kannst du, komm mal hierher, hier hingehen. So, zack. Er hat die Geschicklichkeit erworben. Und irgendwas war mit, Kira? Gott, ich weiß es nicht. Was macht sie denn? Stopp mal kurz. Du willst was mit jemandem von Interessen schwärmen. Ja, ist schön und gut. Ha, blöd, dass du hier keinen Hampelmann machen kannst oder so. Ich würde vorschlagen, Madame, du gehst mal ein paar Runden schwimmen. Energiegeladen, genau. Jawohl, so ist das schön. Und da ist nämlich unser kleiner Max da. Der ist wach am Werden. Stopp. Ja. Dann gib ihm doch direkt mal was zu essen. Jonas in den Schlaf lesen. Ja, nee, Essen aus Inventar geben. Das. Genau. Mach das mal. Oh, da ist er am Meckern hier. Jetzt nicht alle hier rein. Leute. Ah, ich hasse das. Ehrlich, das hasse ich wie die Pest, dass immer alle gleichzeitig herrennen und sich kümmern wollen. Wer ist denn das jetzt? Ist das Stefan? Ja, du gehst mal hier wieder raus. Du hast dir gerade gar nichts verloren. Du kannst mal, komm, zieh, du, mach, irgendwas, keine Ahnung. Schnapp du dir mal irgendwas zu essen. Ist mir jetzt mal pieps egal, was, meinetwegen Cerealien hier, da. Hauptsache, du bist mal da oben aus dem Weg. Die Mama kümmert sich gerade um den Kleinen. Und der Kleine ist gerade am Schimpfen, weil er auch noch auf Toilette muss. Mist. Aber erstmal gibt's was zu essen. Das ist wichtiger. Wo hast denn das jetzt hin? Hat er es im... Die Pflicht ruft, wir müssen mitmachen. Ja, klar wollen wir wieder mitmachen. Okay. Ich hoffe, Jonas hat kapiert, dass er jetzt das Essen in seinem Inventar stecken hat. Sie werden sich hoffentlich gut um ihn kümmern, ja. Aber wir können jetzt nur wegen kleinen Jonas nicht dauernd daheim bleiben. Geht nicht. Und das letzte Mal waren wir, wenn ich mich recht erinnere, ja mit Fiona unterwegs. Genau, da haben ihr die Pflanzen gefehlt. Deswegen ist jetzt Tonika mal wieder dran, ne? Immer schön im Wechsel bleiben. Und ein bisschen was von den Karrieren möchte ich einfach noch miterleben. Weil irgendwann später... ich weiß es halt nicht, ne? Es kann sein, dass ich das eh nicht bis ganz zum Ende mitkriege. Aber soweit geht, möchte ich da aktiv ein bisschen was machen. So, Stefan hat folgendes Teil gedingst. Ja, so. Und ist auf der Arbeit oder muss in einer Stunde zur Arbeit. Fiona muss in einer Stunde, Tonika ist auf der Arbeit und Steffen ist auch auf Arbeit. Gut, das heißt, hier du, bitte fleißig arbeiten. Jetzt habe ich mich gar nicht mehr gekümmert, was er alles braucht und so weiter, aber egal. So, wo sind wir denn hier? Wir müssen Hinweise abgleichen. Wir müssen Beweismaterial analysieren und die Strafanzeige eines Bürgers aufnehmen. Gut, und sie ist sehr angespannt. Was willst du denn im Internet surfen? Vergiss es. Du kannst dich aber gerne an einen PC setzen. Da habe ich nichts dagegen, weil deine beste Stimmung wäre nämlich konzentriert. Das täte dir mal ganz gut. Wen haben wir denn hier alles sitzen? Ach komm. Wolfgang, können wir dich mal anquatschen? Wir können mal kurz über den Fall reden und dann müssen wir ganz dringend hier an deinen Apparat. Ganz dringend. Und zwar müssen wir, wo ist es denn? Ah, da. Sympedia durchsuchen. Erstmal. Das macht auch ein bisschen Spaß, dann ist sie vielleicht nicht mehr ganz so angespannt. Ja, es ist halt blöd. Jetzt hat sie ein Kind und kann sich kaum drum kümmern. Aber wir haben ja gesagt, Tonika ist eine sehr
ja, pflichtbewusste Madame, ne? Und die will halt da weiterkommen. So, rede mal mit ihm. Sag mal, hallo. Gibt's was Neues zum Fall? Ich war ja so lange nicht da. Erzähle mal. Habt ihr noch was Neues rausgekriegt? Ich bin gar nicht mehr auf dem Laufenden. Informier mich doch mal bitte. Ja, er informiert dich oder auch nicht. Genau. Okay, wir können ja mal ganz unspektakulär hier in das schöne Notizbuch gucken, was da überhaupt alles drinne steht. Na, ich bin auch nicht mehr auf dem Laufenden. Ah, wir haben eine Verdachtsperson, die Jeans trägt, weiblich ist, blonde Haare hat und junger Erwachsener ist. Okay, dann weiß ich ja da zumindest schon mal die Anhaltspunkte. Jetzt müssen wir erstmal konzentriert werden. So. Genau, zeig mal, was ist denn da in dem Web alles so zu entdecken in Wikipedia. So, und dann müssen wir Hinweise mit der Polizeidatenbank abgleichen. Das machen wir auch direkt. Tatortfoto. Ja, und dann kannst du wieder was analysieren. Ich hoffe, wir haben noch was zum Analysieren in unserem Inventar. Aber ich denke schon. Beweismaterial analysieren. Ja, da haben wir auch noch was. Gut. Oh ja, läuft doch, Leute. Läuft doch. Wir kommen da auch wieder rein, ne? Sehr schön. Und die Oma kriegt ihren Tantiemenbericht. Yes. Sehr schön. Ja, die Kinderbücher bringen halt am wenigsten irgendwie. Stefan ist zur Arbeit. Jawohl. Und Fiona ist auf Arbeit. Sehr schön. Alle auf Arbeit. Und bitte alle schön fleißig sein. So. Was sagt eigentlich jetzt meine Uhr? Na, wir haben noch 3 Minütchen. Das ist gut. Können wir ja doch wenigstens ein bisschen was hier tun. Gell, meine Süße. Und wie fühlst du dich so auf der Arbeit? Ohne Kind, ohne Anhang? Ha, habe ich endlich mal meine Ruhe und kann mich mal wieder auf wesentliche Dinge konzentrieren. Verbrecher fangen. Entschuldigung. Sag bloß, du hast das jetzt vergeigt. Nee, das tust du mir jetzt nicht an, oder? Fehlgeschlagen. Also Mädel, was tust du denn? Wir haben nur noch ein Beweismittel, Menno. Auf, jetzt aber bitte richtig konzentrieren und ordentlich machen. Das geht so nicht. Du kannst nicht hier fehlschlagen. Wir hätten dich vielleicht daheim noch mal ein bisschen üben lassen sollen, bevor wir dich hier wieder auf die Kollegen und die Arbeit loslassen. Das ist ja echt nicht zu fassen. So, dann brauchen wir wieder Hinweise an der Verbrechensdatei. Was machst du für Geräusche? Madame, was meinst du für Geräusche? Wer bist denn du überhaupt nochmal? Elena Jakob. Ah, muss ich dich kennen? Weiß ich nicht. Ich habe keinen Plan, wen ich hier eigentlich so kenne und wen nicht. Ich weiß, wir hatten mal eine Alexa Heck, das ist eine Kollegin und die war auch mal irgendwie straffällig. Oh, wen haben wir denn da? Ist da Wolfgang, ne? Ja, mit denen hatten wir doch auch mal irgendwie was. Haben wir eigentlich. Oh ja, hier ist ziemlich voll. Wer bist du? Hallo? Wer bist du? Wer bist du? Sag's mir doch mal bitte, wer du bist. Warte. Moment. Erstens, wer bist du? Ach, das war die von eben. Okay. Und zweitens, was war das eben? Analyse fehlgeschlagen. Schon wieder. Also Mädel, ich weiß nicht, was du machst. Ich bin gerade ein bisschen enttäuscht von dir. Ganz ehrlich jetzt, ne? Was willst du am Computer recherchieren? Du kannst mich mal. Was willst du denn recherchieren? Lass mal. Wir tun jetzt lieber hier noch mal ein paar Hinweise dazu packen. So. Ich hoffe, wir haben noch ein bisschen was. Wenn du alles kaputt machst, weiß ich ja auch nicht mehr. Dann wird das eine schwierige Fahndung mit nur so ein bisschen Hinweis für mich. Anna Kreitz. Da haben wir die Alexa, genau. An die konnte ich mich noch erinnern. Da ist die böse Chefin, die einen immer zusammenscheißt. Ah, junge Erwachsene. Oder ist es eine neue? Haben wir eine neue gekriegt? Warte mal kurz. Stopp. Hinweis gefunden. Ja, schön. Okay. Fahndung verfügbar. Hat genügend Hinweise. Ja, nee. Warte mal noch. Ich will noch mal gucken. Können wir noch einen Hinweis dazu packen? Nee. Neuen Hinweis ableiten vielleicht mal.
Ich bin da noch nicht so von überzeugt, dass das reichen soll. Und vielleicht können wir hier nochmal einen Hinweis abgleichen. Polizeibad-Datenbank durchsuchen. Hast du echt schon genug Hinweis gefunden? Ja! Herausgefunden, dass die Verdachtsperson böse ist. Das ist doch ein guter Hinweis. Kannst du noch einen Hinweis abgucken? Oh, nee, nicht mehr, ne? Was willst du denn schon wieder an dem PC? Ehrlich. Ich meine, ich habe ja nichts dagegen, dass ich an den PC setze. Können wir jetzt nochmal Hinweise abgleichen? Vielleicht nochmal die Polizeidatenbank durchsuchen? Vielleicht finden wir da auch nochmal irgendwas. Und dann solltest du vielleicht noch was essen. Kira muss in einer Stunde bei der Arbeit sein. Aber wir haben den Tobias. Ja, hoffe ich. Wie geht's denn dem Kleinen? Oh Gott, oh Gott. Kann der eigentlich auch irgendwas lernen? Nee. Nee, geht nicht. Da können wir nicht sagen, du levelst jetzt das und das und das. Okay. Können wir mal irgendeine Strafanzeige aufnehmen? Oh ja, da ist einer. Ein Geist. Ist ja egal. Zui Patel. Wir nehmen mal die Strafanzeige auf. Mädel. Nix chatten. Sie ist, merkt ihr, sie ist im Moment so richtig lustlos, wenn es um die Arbeit geht. Wer bist du? Hallöchen, wer bist du? Eva Wagner. Ah, Erwachsene. Kennen wir dich? Ich glaube, hier sind neue Kollegen. Also wir müssen echt mal gucken. Ah, was ist das? Ich habe in der Nähe des Parks was? Jemanden mit Streichhölzern an einer Mülltonne spielen sehen. Oh, oh. Wenn sie sich nicht grundlegend ändern, werden diese Pyromanen... Was? Werden diese Pyromanen eines Tages als Brandstifter enden? Ja, danke, dass du uns darauf aufmerksam machst. Das kann gefährlich sein. Das ist sehr lieb von dir. So, jetzt hat sie das gemacht, will immer noch eine Stunde trainieren und hat Hunger. Okay, gut, wir gehen das Ganze ein bisschen locker an, dann geh erstmal hier auf Toilette. Und, ja. In Ordnung. Eine Fahndung. Was wissen wir jetzt alles über die Verdachtsperson? Gib nochmal das Ding her. Trägt Jeans, ist weiblich, blonde Haare, junge Erwachsene. Ah, trägt ein Trägertop, der ist auch neu und ist böse. Okay. Naja, eigentlich könnte das reichen, doch. Sollte klappen. Jetzt ist nur das Problem, dass meine Zeit um ist. Und zwar schon seit 3 Minuten. Mist! Okay. Ja. Das bedeutet, komm mal hierher. Geh mal hier hin. Ah, Entschuldigung. Ich krieg das echt nicht weg mit meinem Husten im Moment. Ja, das bedeutet, wir machen dann hier eine Pause. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an dem Part. Und wir sehen uns im nächsten wieder und schauen dann mal, was Donika vielleicht bei der Fahndung herausfindet. Vielleicht geht sie ja irgendwo hin, wo sie was essen kann. Ich will jetzt nicht auch noch sie zum Essen schicken. Ja, das sehen wir dann. Okay, also, bis dann zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.